Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Twilight Princess HD. Und ich würde sagen, es geht direkt weiter im Text. Da haben wir wieder so einen Zombie, den ich nicht ansehen kann. Oh, zu weit. Ah, weg hier. Schön Money Money. Nach oben. So, oh, was haben wir denn da? Eine kleine Stelle, wo wir schon wieder ein anderes Item brauchen. Da hat man schon so viele Tasten und ja, man kann es nicht wirklich verwenden. Huch. Toll. Also du bist ein Bombenfisch. Hm. Aha, also hat der Typi die Bomben nicht selber gemacht, der Lügner. Er tut nur so, als ob. Dann wollen wir einmal da rein. Denn da ist ja. Oh, oh! Ich war zu nah dran, echt jetzt? Oh, da hat er mich gut gekontert. Perfekt. Oh, da waren 10 Rubine. Egal, ich habe eh schon Maximum. So, dann gehen wir doch mal da rein. Was haben wir denn da für eine schöne Kiste? Welche Kiste versteckt sich da? Oh, Hallöchen. Paar böse Fischchen. Ich krieg die auch ab. So. Mehr. So, wie komme ich da jetzt weiter? Oh nee. Die Boss-Truhe ist da. Oh oh. Ach, von oben. Okay, okay, dann ist alles okay. Das heißt ja, dass ich dann gleich schon wieder da unten lang muss. Es könnte ja manchmal so einfach sein, aber dann wäre es ja langweilig. Ja, es wäre dann total... Oh. Ich werde die ganze Zeit schön weggebrutzelt, ey. Na, jetzt habe ich aufgepasst. Ah, weg mit dem Gehirn. Oh, was haben wir denn da? Eine kleine Kiste, die nicht auf der Karte markiert ist. Oh, mit Wasserbomben. Wer hätte das gedacht? Okay. Frage ist aber, wie komme ich jetzt da drüben hin? Ach, guck mal, da unten. Oh. Ja, moin. Wo kommst du denn her? Warum habe ich schon wieder so einen Kampfsound? Bam. Ach, du schon wieder. Bam, geh weg, du Nerst. Ganz genau, geh auf und stirb. So. Jetzt sind wir hier, wo ich hin muss. Passt. War eine Kiste? Ach nee, das war die eine gerade. Ach lol. Sind nur noch die und die am Eingang. Perfekt. Das ist die Bosskiste, die jetzt kommt. Super, super. Kommen wir mal raus. Oh, tschüss. Okay. Keine Bomben, kein gar nichts. Nur Geld, das ich alles nicht brauche. So, dann machen wir doch mal das Ding auf. Holen uns die Truhe. Ach so, ich muss mich runter. Okay. Ach, Link. Guck doch mal. Tanamo, guck doch mal. Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Was ist denn los mit mir? Ich weiß es doch auch nicht. So. Her mit dem Boss-Key. Jawoll. Da-da-da-da. Große Schlüssel. Für mich ist es und bleibt es der Master Key. Ist mir scheißegal. Und flop. Und jetzt sind die Quallen wieder da, oder? Die nervigen Dinger. Ja, natürlich sind sie wieder da. Geh doch nur vorbei. Nur vorbei. Mehr will ich nicht. Hopp.
Ne, vielen Dank. Sehr nett. So, jetzt kann ich jetzt die Schuhe ausziehen. So, dann schwimmen wir mal langsam in die Freiheit. Hupala, das war ein bisschen zu schnell. Was ist hier oben lang? Geht das? Gibt es so eine Abkürzung? Oh, tatsächlich. Ah, sehr gut. Kamera. What the fuck? Diese Kamera verarscht einen schon sehr gerne. Ne? Immer wieder. So. Und hier komme ich jetzt ganz entspannt zurück. Gar nicht. Außer mit so einem Teil. Top. Wenigstens sind hier die Fledermäuse nicht. Die können nämlich ganz schön abfuck sein, ja, ja. Nein, da ist man auf. Nein! Ah doch, ich hab's noch gekriegt. Oh Gott sei Dank. Oh, und jetzt lasse ich mich hier runter, oder? Schieß mich da vorne raus. Schön ganz so weit oben wie möglich. So, perfekt. Und ab dafür! Aua! Ey, also manchmal. Ich hab keine Ahnung, okay. Manchmal. Shit. Ach nein, jetzt darf ich da komplett wieder hoch, Mann. Ist das dein Ernst? Komplett nach oben. Das ist ja super anstrengend jetzt. Oh Mann. Was habe ich nur getan, dass das Spiel so kacke zu mir ist? Schaut mal, ich drehe mich wie eine Ballerina. Ich kann jetzt auch gerade irgendwie nicht wirklich viel was anderes machen, außer warten, bis ich da drüben bin. Mein Gott. Aber ich drehe mich doch richtig schön, oder? Ich sehe doch super aus, so. Vielleicht sollte ich echt im Zirkus auftreten. So. Weit links wie möglich. Da. So wenig klettern müssen wie möglich. Hm. Schau mal, ich klinke nach links und er klettert nach unten. Es ist so weird. Ich verstehe das manchmal nicht. Hopp. So, und rüber. So, alles klar. Jetzt darf ich schon wieder einmal komplett außen rum. Es ist so geil. Oder warte. Nee, da drüben ging es nicht weiter. Ne, nee. Okay. Verdammte Scheiße. Es ist doch alles kacke hier. Aggressiv. Bin in Ruhe, ich muss hier raus. Boah, der Dungeon, der zieht sich echt gut in die Länge, ne? Der zieht sich richtig in die Länge. Meine Güte. Meine Herren. Der regt mich schon ein bisschen auf, der Dungeon. Der regt mich schon ein bisschen auf. Da bin ich ganz ehrlich. Der fuckt mich so richtig ab. Nein, immer nur Spaß. Ich lieb den Dungeon trotzdem. Auch wenn der mich ein bisschen nervt, weil er es auch ein bisschen lang dauert, weil man hier ständig tausendmal hin und her muss. Aber sonst ist alles in Ordnung. Ist die wieder respawned oder was? Nee, das sah nur kurz so aus. Ich bin auch selber schuld. Ich hätte halt das Ding oben nicht verschieben sollen, ne? Dann hätte ich hier unten rausgekonnt. Also die Treppen. Ja, okay, da war zu. Also war schon gut, dass ich direkt nach außen umgerannt bin. Super. Mein Kollege, was geht? Ich will einfach nur weg, ne? Lass mich mal in Ruhe jetzt. Ah, geh weg. So. Etala. Ich glaube, jetzt ist es eigentlich ziemlich egal. Ich will auch nur hier runterspringen. Ach, verdammte Scheiße. Nein! Ich bin wieder da. Ach, ich bin schon wieder auf denselben Kack reingefallen. Nein. Ah, was soll ich machen? Ich bin halt dumm. Dabei will ich doch bloß da runter. So. Jetzt bin ich happy. Und wo soll da jetzt die Kiste sein? Muss noch mal gucken. Ach, oben. Hey, wie jetzt? Hey, wie jetzt?
bin ein bisschen konfus gerade. Ach, natürlich. Oh Gott. Im Kronleuchter drin. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, da ist das zweite Herzteil drin. Oh, erstmal die nervende Sau da weg. Und zack. So, bist du ein Herzteil? Bitte sag einfach ja. Jawohl, das ist das zweite. Das heißt, wir brauchen den einen da am Anfang nicht, weil da ist wahrscheinlich nur Geld drin. Deswegen scheiße ich auf den. Wupp. Moin. Ah, Hilfe. Angeknabbert. So, dann hier Boss-Key open. Hier geht's zum Boss. Nochmal eine Fee, ganz viel Herzen und let's go. So. Da unten in der Tiefe, da ist er schon. Der Boss. Das ist für mich der schlimmste Boss in jedem Zelda, einfach weil es halt unter Wasser ist. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie man den macht. Na, wo ist das Ding? Musste man das abschießen oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ne, einfach landen. Okay. Boah, da kommt wirklich das Auge raus. Guckt euch an. Wie es mich jetzt auch anguckt. Oh, ganz viel Tentakel. Aber das ist ja nicht mal das Schlimme an dem Boss. Sondern das. Ach du Scheiße. Urzeitfisch Octapesco. Die Pesto-Schlange, Alter. Oh, komm mal her. Bam. Okay, perfekt. Einen Schlag habe ich gemacht. Oh nein, er lasst Bombenfische raus. Oh, komm her. Bam. Ich glaube, jetzt ist er sauer. Oh oh. Oh oh, jetzt kommt er raus. Dieses Auge. Na dann, Octaschakao, Loco Loco, Octapesto. Wollen wir ein bisschen Rodeo machen? Na? Hey, macht doch hier nicht die schöne Inneneinrichtung kaputt. Da werde ich ja niemals erwischen, so. Hast du seinen Rücken gesehen? Da ist genau ein Auge wie eben. Macht es genau wie vorhin. Nimm es mit ZL ins Visier, zieh dich hier an das Auge ran und schlag dann mit dem Schwert zu. Ja, das habe ich vorgehabt. Muss ich aber auch erstmal hinkommen. Huch. Wow. Bam. 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 Schön ins Auge rein. Huch. Oh, die Kamera. Ich kann die Kamera halt nicht nach unten oder so bewegen. Nur nach links und rechts. Wo ist er hin? Ah, da ist er. Bin halt echt krass langsam. 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 Ich sage immer langsam. Keine Ahnung wieso. Ich mag wohl Tiere. Also ich bin wahrscheinlich ein Lamm-Fan oder so. So, komm her, du Drecksau. Bam. 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 Schön mit Messer rein, Alter, ins Auge, nein. Nein, lass mich wieder weg. Huch, da ist er ja schon. Aber das ist halt auch komplett lame so, der Boss, leider. Ah, schwimmst du nach rechts, nach links? Er schwimmt nach links, nach unten. Wo schwimmst du hin, Junge? Also die Bosse sind halt hier ziemlich cool gemacht, aber halt lame as fuck.
Da, ah, und jetzt bist du fertig, ne? Komm. Bam. Oh, doch nicht. Doch. Das hat okay passiert. Perfekt. Kaputt ist er. Und da geht er zu Boden. Da fragt man sich ernsthaft, wo das ganze Wasser jetzt hinläuft. Oh, das letzte Stück. Komisch, das sieht so aus wie das Ding, was du im Kopf hast. Da ist der ja. Der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen, also gib ihn mir schon, ja? Jetzt schau mich nicht so an. Ich brauche ihn nun einmal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santo klarzukommen. Ist ja schrecklich, wie der sich als König der Schatten aufspielt. Seine magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Ist doch in Ordnung, oder? Also, ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Also gut, gehen wir? Ja, aber erst will ich das Herzteil haben. Herzcontainer haben. Ja, her damit. Bam! Jawohl, so muss es sein. Okay, oh lol, was ist da drüben? Vasen. Willst du wirklich weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Yes. Es gibt hier nur noch Ding. Geld oder so. Nichts Wichtiges. Ich habe ja bei der Herzcontainer. Möchtest du das Spiel speichern? Jawohl, Alter. Let's go. Bam. 13:33 Uhr und jetzt ist einfach 20:02 Uhr. Perfekt. Ganzen Tag schon aufnehmende Pause hier und da, aber ganzen Tag aufnehmen. Huch, wer bist denn du? Schon wieder Schattenwelt oder was? Santo. Dass du es wagst, dich mir mit einer so altertümlichen Magie entgegenzustellen. Mit einer törichten Anführerin. Wieso nur stellst du dich gegen deinen König? Willst du unser König sein, dass ich nicht lache? Und die Magie unseres Volkes wird von dir doch nur schändlich missbraucht. Denkst du etwa, meine Magie sei die alte Magie unseres Volkes? Du überrascht mich. Meine Magie, mit der ich die Schatten beherrschte, ich habe sie von meinem eigenen Gott empfangen. Da frisst sich was in mein Gehirn. Sag, Midna, hast du schon vergessen, dieses Tier ist ein Wesen des Lichts? Eines jener Wesen, die uns so grausam unterdrückten? Was du auch tust, in ihrer Welt bist du nur ein Schatten und ohne jede Bedeutung. Doch wenn wir diese Welt erobern, werden die Lichtwelt und das Schattenreich eins. Für so Volk ist es
ist die Zeit der Rache gekommen und endlich werden die Schatten auch den Lichtteil der Welt verwinstern. Siehst du es denn nicht, Midna, alles was noch fehlt? Bist du? Was ich tue, geschieht nur zum Wohle unseres Volkes, deshalb leih auch du mir deine Kraft. Das ist so witzig, ne? Er sieht so aktuell noch übel bedrohlich aus, aber sobald die Maske weg ist, ist es einfach nur lächerlich. Du willst nicht? Ach gut. Schicken wir dich zurück in die Lichtwelt, nach der du dich so sehr sehnst. Ah, was zum Fick ist passiert? Ey, wo bin ich? Huch. Oh nein, was ist denn mit Midna los? Anamo. Auserwählter Held. Geh zu der Prinzessin, die im Schloss gefangen ist. Im tiefsten Herzen der Finsternis. Nur die Prinzessin kann dir wieder zu deiner wahren Gestalt verhelfen, die dir das Schatten geraubt hat. Aber die sagen nichts darüber, dass Midna so im Arsch gerade ist, ne? Ist einfach blau-weiß. Gott, wir müssen uns beeilen. Hier geht's gar nicht gut. Aber schnell. Wir müssen zum Schloss. Ich liebe die Musik, die hier läuft, ey. Und jetzt versauen es die Viecher, pisst euch! Ihr macht mich aggressiv. Nein, Midna, haltet durch. Beeil mich! Lauf so schnell ich kann. Boah, diese Geräusche, dass die Viecher, obwohl sich nicht mal mit in die Kämpfe schon diese bedrohlichen Kacke-Musik ausspielen, ey. Das ist gerade alles viel zu emotional, Mann, mit dieser Musik. Pisst euch. Muss mich beeilen, verdammt. Jetzt laufe ich als Wolf in der Lichtwelt rum. Kriegen die alle Angst. Sich einscheißen. Jetzt verfolgt mir nur so eine Katze, ey. Verpiss dich. Keine Zeit für dich. Ich muss da rein. Nein, bitte, ich muss da rein. Wie geht denn das nochmal? Ich muss irgendwo anders hin, glaube ich. Vielleicht muss ich ja doch zur Katze. Wo ist die Katze? Da ist die Katze. Schrecklicher Regen, da fällt das Treffen heute sicher aus. Oder soll ich zu den Tieren? Die da rechts waren. Ich weiß es nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß so wenig noch. Vieles weiß ich noch und da weiß ich vieles auch nicht. Ah, hallo, bist zum ersten Mal in dieser Stadt. Deshalb suche ich eine Luise, die sich hier wohl gut auskennt. Weißt du vielleicht, wo ich das Wirtshaus finde? Ich weiß gerade gar nichts. Guck mal, wer bist du? Noch eine Katze. Nee, du bist da ein Hund. Ein Knochen. Nimm mich mal mit. Hunger. Damit. Ah, stimmt. Ich muss zum Wirtshaus, ich Idiot. Da ist ja ein geheimer Durchgang. So,
Na, dann auf zum Wirtshaus. Muss ganz schnell dahin. Scheiß euch mal nicht ein. Ich bin noch friendly. Schnell rein da. Vom Link wär, ist wer halt Pfeifett, ne? Was? Ein Wolf? Verschwinde! Los! Au. Perfekt. Warte. Du bist Tanamo, oder? War mir doch gleich klar. Ich bin Luise. Wir haben uns schon mal in diesem Laden getroffen. Erinnerst du dich? Ich verstehe allerdings nicht, was du mit diesem Auftritt erreichen willst. Wenn du den Menschen so vor die Augen trittst, darfst du dich nicht wundern, wenn sie dich verjagen. Oho, schon wieder mit Verletzungen unterwegs. Ist das eine Art Hobby von dir? Bitte, wir müssen... Prinzessin Zelda... Komm, hier entlang. Über die Dachkammer führt ein Weg in die Kellergewölbe des Schlosses. Ist allerdings ein alter Weg, wird sicher nicht ganz leicht. Und ihr müsst aufpassen, dass euch kein Mensch erwischt. Ja, wie soll ich da hochkommen? Mit der Kiste rüberschieben. Gott, dauert das lange, ey. Mensch, Link, gib mal Gummi. Keine Zeit. Ja, perfekt, Link, du bist so ein Trottel. Vor allem, ich sag schon wieder die ganze Zeit, Link. Hallo Mo, du bist so ein Trottel. Schlimm. Einfach schlimm. So, jetzt müssen wir aufpassen. Oh nein! Midnas Färbung ist nicht mehr blau, sondern rot. Oh Gott. Stimmt, ich hätte lauschen können. Mir egal jetzt. Wir haben keine Zeit zum Lauschen. Dieses Monster auf der Brücke. Man erzählt sich, das hat ein Bekannter vom Thelma erledigt. War das etwa dieser Tanamo, der Thelma und ihr Bekannte noch Kakeruyu begleitet hat? Dass es in Hyrule noch solche Kerle gibt, ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Aber nein, der Junge ist gar nicht aus Hyrule. Man erzählt sich, er kommt aus einem kleinen Dorf in Latoran. Weiß doch, wie der große, wer die große Stadt nicht kennt, der kennt auch keine Angst. Nö, lol. So, auf zum alten Weg. Oh, da ist ein Geist. Jetzt beginnt auch die Geisterquest, oder was? Bam, Reis. Du hättest eine Geisterseele. Die Anzahl der Seelen besiegter Geister findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Moin, Meister. Ah, danke, dass du den Geist besiegt hast, Clever. Ich darf dich doch so nennen, oder? Mich nennt man Giovanni, aber seit ich Geld brauchte und meine Seele einen Dämon verkauft habe, sehe ich so aus wie jetzt. Meine Freundin kann ich so nicht unter die Augen treten und mein Kater Gregor sieht auf meinem Kopf, sitzt auf meinem Kopf und ist genauso starr wie ich. Meine Bitte an dich, Pfeffer, kannst du hier rausgehen und 20 von diesen Geistern jagen, die sich in der Dunkelheit verstecken? Wenn du nämlich meine Seele befreist, die Geister jetzt haben, dann verwandle ich mich in meine frühe Gestalt zurück. Aber so wie es gerade regnet, kannst du nicht direkt rausgehen. Ich mach dir einfach den Zugang zu den Kanälen auf. Wenn der Regen aufgehört hat, gräbst du am besten am Katzenplatz ein Loch an der Mauer, um wieder hereinzukommen, okay? Okay, super, mache ich. Danke, ciao. In der ewige Fall. Huch. Los, weg. Keine Zeit für euch, Kackratten. Wie geht's denn hier weiter? Ah. Hui. Action. Wow. Nein, jetzt gibt's auch noch Spinnen. Piss dich. Keine Zeit für euch, Kackviecher.
Piss dich. Oh, ein Stock. Da. Ein Stock. Schnell jetzt. Nein. Renn. Machen wir hier mal das Licht an. Zack. Bin ganz schön runtergekommen hier. Nein, jetzt ist es auch noch ausgegangen. Hier machen wir das Licht doch mal wieder an. Weiß nicht, ob man das irgendwie braucht oder so. Ich mach's trotzdem mal. Zack. Das ist halt auch dumm, ne? Sobald man was im Maul hat, darf man nicht mehr schnell sein. Okay. Mhm. Muss da hoch. Soll ich denn da hochkommen? Mit dem Stock oder was? Ah, es geht tatsächlich gut. Weg, Feuer! Okay, Feuer brauche ich nicht mehr. Moin, tschüss. Zeit für euch. Geh weg, nervst mich. Komm, steh auf. Bam. Flup. Okay, ich würde aber sagen, hier ist ein guter Spot, um eine Pause zu machen. Deswegen bis zum nächsten Mal. Guantanamo. Tschüssi.